Willkommen hier zurück bei Until Dawn. Wir sind unterwegs mit Matt und Emily, die in der Seilbahn sind. Allerdings war da schon jemand vor ihnen. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Naja, freundlich ist was anderes. Okay, die Seilbahn ist ein ganzes Stückchen rausgefahren worden von ihm. Können wir sie steuern? Sieht nicht so aus. Dafür brauchen wir wohl einen Schlüssel. Und den haben wir nicht. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Ja. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorher? Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Das ist eine gute Idee. Ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Aber auch das wird er wahrscheinlich in... Das wird er wahrscheinlich auch schon geplant haben. Ja, widersprechen. Gehen wir zurück. Zustimmen. Wir brauchen das Funkgerät. Wir müssen Hilfe holen, oder? Wir können uns nicht einfach nur verstecken irgendwo und abwarten. Er wird nicht aufhören. Und er spielt mit uns. Wir brauchen das Funkgerät. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt das sicher das Signal. Beste Idee. Oh, und unsere wow, einzigste jemand Chance. Hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Wirklich? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Ja. Regel 4, Emily kann mich mal. Wow, wie kann man nur so unsympathisch sein in einer solchen Extremsituation? Oh, Moment. Was hast du vor? Nicht einfach vorne wieder raus? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Ha, wir sollen wohl hier lang. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Ladies first. Ein bisschen schneller könntest du schon, oder? Ist auch gar nicht gefährlich. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Okay. Von zauberhaft. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Aber ja, nicht abstürzen. Wow. Wow. Alles klar? Ja, ist mir fast gefallen. Danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Aha. Okay. Okay, vorsichtig. Fall nicht. Auch wenn du mir relativ unsympathisch bist. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind so musst du nicht stehen. Komm schon. Wow. Okay. Du wolltest hier lang gehen, warum auch immer. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Ich glaube, das war echt eine Situation, wo sie hätte sterben können. Ich habe ihr das Leben gerettet. Ob sympathisch oder nicht, wir stecken da zusammen drin. Ich kann mich ja danach von ihr trennen, weil... So wie sie uns behandelt... nein. Da findet Matt auf jeden Fall was Besseres. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Den Berg? Ist das dein Ernst? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Das Problem ist, wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe, es ist stockdunkel. Hey, vielleicht und müssen wir ja fertig. Glaubst du, er kennt den Berg bestimmt sehr gut. Einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Das kann gut sein. Und er kennt sich hier besser aus als wir. Sei es in der Lodge oder sonst wo. Das ist alles von langer Hand geplant. Die Frage ist nur... Warum? Und was soll das Ganze? Ja, du hältst kurz inne. Sie sprintet mir wirklich davon. Gut, wenn sie vorgehen möchte, von mir aus. Was gibt's da? Warte, da leuchtet was. Ist das ein Totem? Ich glaube, das ist ein Totem. Ja, es ist ein Totem. Das ist ein gutes sein. Hörst du einen? Elch?
Chris? Und der ist in ein Haus geflüchtet, in die Lodge oder sowas? Emily, hast du was? Eigentlich ein romantischer Ort. Zu einer anderen Zeit. Und unter anderen Bedingungen. Emily? Sind da Hannah und Beth abgestürzt? Wenn ich die Wahl ist das diese habe, Klippe? Ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ist das genau diese Klippe? Verdammt, wir sollten hier weg. Wir wissen, das endet nicht gut, da runter zu stürzen. Was ist das? Was schreit da so? Was schreit so derart? Scheiße! Shit! Nein. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und Sam genießt ihr Bad und sie hat noch von nichts eine Ahnung. Was soll denn da? Sam! Fuck. Kriegt sie denn gar nichts mit? Shit. Aber er geht. Hallo? Sam, du weißt gar nicht, wie viel Glück du gerade hattest. Leute? Aber ich glaube, dein Spiel beginnt soeben mit ihm. Fuck. Was treibt ihr da draußen? Was ist sein Problem? Wollt ihr spannen? Du würdest das nicht mitbekommen, selbst wenn jemand hinter dir stehen würde. Also man merkt das doch, oder? Selbst wenn man laut Musik auf hat, wenn man angestarrt wird, merkt man das. Das ist einfach so. Cooler Anblick. Wenn ich das so sagen darf. Gefällt mir. Allerdings nicht die richtige Kleidung, um ja, sich mit einem Psychopathen anzulegen. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt eine von mir Socke. Kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Er hat unsere Klamotten geklaut. Dieser Perversling. Und jetzt bedient er sich ihre... Mann. Fuck. Wollen wir wirklich raus? Und nicht einfach weiter baden? Wir brauchen was Anziehbares. Chris? Vielleicht unserem Koffer gelangen? Josh? Warte. Da ist ein Ballon gewesen. Mit einem Pfeil. Sam, du solltest dir vielleicht Gedanken machen, dass hier überall Kerzen stehen, ein Ballon auf einmal da ist, mit einem Pfeil in eine Richtung. Sollen wir hier lang? Ja, du sagst das, blöde Uhr. Fuck. Das sind weitere Ballons. Chris? Nein, ich will nicht. Mike, Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War das alles Ganze... echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Sam, reicht das euch? Ganze hier geht viel, viel, viel zu weit. Allerdings ist das kein blöder Scherz. Wir können hier oben natürlich nicht weiter, ne? Wir finden nicht mal eine Waffe oder irgendetwas. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Wenn Sam bist du... Im Handtuch also. Was passiert ist, was hier abgeht. Da unten! Habt ihr ihn gesehen? Er ist die Treppen gerade runtergegangen. Und das bestimmt nicht nur, um uns heimlich unter das Handtuch schauen zu können. Fuck.
Was liegt da? Ach, das Foto, das kennen wir ja schon. Bereit für den Seniorabschlussball? Jetzt direkt? Ja, gerne. Fuck, ich glaube, jeder andere Weg ist zu. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Es ist sonst nichts hier. Wir haben keine andere Wahl. Ich glaube, wir müssen ihm nach. Sehr, sehr ungern. Der süßen Sam darf nichts passieren. Wo seid ihr bloß? Wenn du wüsstest, Sam. Wenn du wüsstest. Oh fuck, er sieht uns. Sam? Hey! Leute, kommt schon, ich will nicht mehr! Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir! Fuck. Wir sind genau da, wo er uns haben wollte. Alles in der Falle. Was geht jetzt ab? Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Dann werden wir es nehmen. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das was? Hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Er hat das gefilmt? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. Bitte? 9. Nein, 8. Was für ein Psychopath? Nein! 7. Sam! Bitte! Nein! Fuck! Kannst du nicht mal bis zu Ende erzählen? Nein. Vase werfen! Das! Was ist das? Hau ab! Lauf, Sam! Lauf! Spring! Wir müssen fliehen, verdammt nochmal! Verstecken hätte ihr nicht geklappt! So wie das aussieht! Scheiße! Fuck, nicht stolpern! Ich hab's gewusst! Diese Stufe ist gefährlich! Weglaufen! Lauf! Wir haben keine Zeit, uns zu verstecken. Wir müssen irgendwie fliehen. Wir sind in seiner Falle. War das ein Wetter? Was? Kein Türgriff? Scheiße. Umwerfen. Aber nicht selber drunter landen, Sam. Da ist der Typ. Glück. Komm schon, Sam. Sam. Mann. Mach. Schon. Auf. Oh, shit. Zumachen. Und zumachen. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Lauf, 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 lauf. Sam, Sam, Sam. Weiter geht's. Fuck. Dem Psychopathen sind wir wohl gerade nochmal so entkommen, oder? Wo sind wir überhaupt? Auf jeden Fall sind wir falsch bekleidet. Was ist das für ein altes, verlassenes... Was sind wir? Verstecken? Weglaufen? Verstecken. Sonst komm schon. Irgendwann mal müssen wir uns verstecken. Wir haben, glaube ich, genug Luft. Er kommt. Oh, ich hab's geschafft.
den Controller jetzt auf einmal stillzuhalten. Fuck! Er hat uns nicht gefunden. Oh Mann. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Er hat ein bisschen aufgeräumt. So reiflich, brillant geplant und Vertrauens. Auch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Was ist verkehrt bei dir? Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Bitte? Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. Hab ich nicht? War es das denn wert? Bitte was? Wow. Was will er da? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.